Versammlung der Geister auf dem Domplatz in Erfurt hat gestern Abend ein Multimedia-Spektakel stattgefunden. Anlass war der 200. Jahrestag des Erfurter Fürstenkongresses Ende September. In der Inszenierung trafen die Geister von Napoleon und Goethe aufeinander und sinnierten über Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Umrahmt wurde das zweistündige Spektakel von der Trommlergruppe Tymphanus Forte und der Erfurter Sängerin Maria Röder. Trotz Regen kamen laut Veranstalter knapp 8000 Zuschauer.